Hallo Leute, Gruß aus Münsterland. Hier sind wieder die YouTube-Revoluzer. Deswegen Revoluzer, weil ihr wisst ja, unsere Videos sind nicht immer so super top professionell, aber wir machen sie wenigstens. Und heute möchten wir euch was zeigen. Das haben wir entdeckt. Das finden wir völlig genial. Das ist ein Schwenkträger, auch für Kastenwagen und E-Bikes natürlich, auch für normale PKWs logischerweise auch. Allerdings, es gibt eine Voraussetzung, die Last der Anhängerkupplung muss mindestens 2000 Kilogramm betragen. Das heißt, so viel muss die aushalten, müsstest du mit deinem Fahrzeug ziehen können. Ich lasse heute mal die Mädchen für mich arbeiten, weil ich euch zeigen möchte, wie super einfach das ist. Jesse, gib mal einfach jetzt Gas. Das ist dieser Spacemaker, so heißt das gute Stück. Der wird ganz einfach auf die vorhandene Anhängerkupplung aufgesetzt. Und jetzt seht ihr schon, das ganze Ding ist so einfach und so leicht. Das macht Jesse jetzt mal eben, ich finde, relativ mit links. Ja, dazu gibt es dann einen passenden Schlüssel. Das wird sie jetzt sofort mal eben machen. Kannst du loslassen, passiert nichts mehr. Jetzt guckt man einfach nur, dass der gerade zum Fahrzeug steht. Und dann wird der einfach mit diesem Schlüssel entsprechend passend angeknallt. Der muss also schon wirklich angeknallt werden. Da stehen sogar Gewichtsangaben auf dem Schlüssel drauf. Für Jesse wäre es jetzt eher Miss Marple, sprich also 40 Kilo. Wenn man weiter vorne packt bis 80 Kilo, haben die Jungs ganz witzig gemacht. Er ist fertig. Er wird jetzt eingesteckt unten. Das machen wir jetzt nicht. Jetzt kann er direkt zugemacht werden. So. Und wird hier drüber verriegelt. Das heißt also, hier wird der abgeschlossen. Das heißt, er kann auch nicht einfach geöffnet werden. Da ist ein Schlüssel für da. Da liegt das gute Stück. Und einfach, um das Ding loszumachen, wird einfach hier geöffnet. Und dann wird aufgeklappt. Und das machen wir jetzt mal eben kurz mit dem Fahrradträger. Das muss die Jessie jetzt nicht machen. Das kann ich genauso gut. Zack, zack. Zack, zack. Eben einmal den Hebel losnehmen. So, pardon. So. Und kommst du wohl. So. Und das war's. Fertig. Fahrräder haben eine sehr, sehr angenehme Höhe zur Straße. Das heißt also, ich sitze nicht immer überall auf, auch mal, wenn dahinter mal eine kleine Hecke ist. Und jetzt, um zu zeigen, wie das geht, also ganz normal, ich glaube, ich muss keinem einen Fahrradträger erklären, das ist Blödsinn. Jetzt mache ich den Spacemaker auf und hab alles fertig. Er rastet hier hinten ein, das ist völlig genial. Die Belastbarkeit sind 60 Kilo. So viel wie von einem Konkurrenzprodukt aus den Niederlanden, was wir auch im Programm haben. Aber ihr seht schon, es ist alles gut, es funktioniert. Tür kann auf und zu gemacht werden. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen bei dem ganzen Ding, aber der ist wirklich überschaubar. Nochmal hier die Arretierung lösen, rein, bisschen runterdrücken in diesem Fall. Entschuldigung, ich habe die Verriegelung aufgelassen. So, zack, zack, fertig. Das war's. Der kleine Wermutstropfen dabei ist, dass man die Tür so nicht aufkriegt. Hier geht es wirklich um 2-3 mm. Das heißt, da muss man den dann eben öffnen. Aber den hat man ja auch im Allgemeinen nicht immer die ganze Zeit dahinter. Die Jessie nimmt den noch einmal eben los, damit man sehen kann, wie der einfach der jetzt auch wieder verschwindet. Das ist total easy. Sie öffnet den eben etwas. Muss die Schraube, ja, die hast du ja angeknallt. Das, wenn du das jetzt per Hand schaffst, dann herzlichen Glückwunsch. So, bis sie das mit den Fingern lösen kann, dann hebt sie nur hinten etwas an. Du musst sehr weit drehen, habe ich vorhin festgestellt. Gucken, ob es reicht. Zack. Und in die Garage gelegt. Dieses Teil gibt es ab jetzt sofort bei uns. Wir haben 4 Stück am Lager. Die habe ich jetzt erstmal direkt bestellt. Erstmal vielen Dank, Jesse. Das war sehr geil. Ich wollte damit einfach zeigen, dass halt eben auch eine etwas zarter gebaute Person ohne weiteres das Ding handeln kann. Ich finde es absolut genial. Wie gesagt, Voraussetzung ist, ihr müsst eine Anhängerlast haben von 2000 Kilogramm. Das ist die Grundvoraussetzung. Und der Knauf muss unten sitzen. Ist ja aber im Grunde genommen kein Problem. Ansonsten werden wir auch gerne ausmessen, wie weit er auf dem Knauf aufbaut. Und dann werden wir das noch nachreichen. Ja, und er kann bestellt werden ab jetzt sofort. Und ich kriege eine Info aus der Regie. Gibt es in rechts und links schwenkbar? Dankeschön, Info. Danke an die Regie noch einmal.
Völlig geiles Teil. Ihr habt es gerade gesehen. Sehr einfach. Einfach verstauen, weg. Und wenn man es nicht braucht, hat man es auch nicht dran. Ich hoffe, das ist was für euch. Die Jessie macht jetzt die Kamera aus, weil wir machen jetzt Schluss. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt Spaß damit. Ruft uns an, wenn er euch interessiert. Dann gibt es mehr Infos. Bis dahin.